Einen wunderschönen guten Mittag. Einen wunderschönen guten Mittag. Schön, endlich mal wieder auf der Bühne zu stehen. Ja, finde ich auch. Ganz spannend. Das Herz klopft. Ich glaube, nicht nur bei mir. Ja, ich glaube, dahinter wird schon einiges geschwitzt und gezittert. Gut, wir fangen mal an, Martin. Ja? Im Sommer 2021 waren wir gemeinsam mit 26 Kindern und Jugendlichen auf einem Ferienfilmcamp auf dem Feibachhof in Wieskirchen. Geplant waren 10 Tage Pony-Ferien-Spaß im strahlenden Sonnenschein und einen ganz eigenen Kurzfilm zu kreieren. Der Film im strahlenden Sonnenschein, haben wir zwar dank vieler Special Effects hinbekommen, leider jedoch haben wir mehr im Regen und im kalten Wind gesessen. Ja, und dann ging es plötzlich am vorletzten Tag los. Der Feibach stieg stündlich an. Erst war ein Bach von 30 cm war ein paar Stunden später ein Bach mit über 2 Meter Tiefe. Doch die Anwohner waren bis zu diesem Zeitpunkt noch recht entspannt, denn so war es schon mal öfter. Dann stand plötzlich die Feuerwehr bei uns auf dem Zeltplatz. Warum seid ihr überhaupt noch hier? Sofort räumen! Weg! Evakuieren! Und als wir dann das Wasser schon an unseren Kniekehlen fühlten, haben wir die letzten Kinder tatsächlich noch auf den Flug gebracht. Dann könnten wir nur noch zusehen, wie unsere Camp und alles andere in der weiten Umgebung dem Wasser ausgeliefert waren. Auch hier, diese Saal, in dem wir uns heute befinden, stand unter Wasser. Viele Menschen haben alles verloren und an vielen Orten sieht man heute noch Spuren dieser Naturgewalt. Ja, als wir vor über einem Jahr dann gemeinsam mit unserer fantastischen Truppe, die hinten schon eine zitternde Klingel haben, überlegt haben, was wir denn für ein Thema machen und sie gefragt haben, wie sie denn die Flut und die Erlebnisse und die ganzen Ereignisse überhaupt verarbeitet haben. Die Antwort war überraschend. Mit Humor. Weil geweint haben wir schon genug. Das war die Antwort. Das war deren Antwort. Ja, dies war die Grundlage für die Idee des aktuellen Stückes. Eine Komödie sollte es werden. Eine Komödie, wo am Ende auch hier in diesem großen Euskirchener Herrenhaus das Wasser alles verändern wird. Aber die große Frage, die wir sind, hat die Flut für alle einen Nachteil? Ist es für jeden ein Fluch? Für wen bedeutet es die Flucht? Dieses Projekt ist ermöglicht und gefördert vom Landschaftsverband Rheinland durch Mittel des Ministeriums für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen und der Kreissparkasse Euskirchen. Hierfür möchten wir schon mal vorab einen ganz großen Applaus bitten. Nur bei einer fantastischen Förderung bleibt es nicht. Denn diese wundervolle Arbeit ist nur möglich, mit ganz viel zusätzlichen ehrenamtlichen Engagement und Herzblut des gesamten Teams. Und auch da möchte ich schon mal einen herzlichen Dank aussprechen und ein großes Applaus für unser komplettes Team hier. So, wir sehen uns am Ende des Stücks wieder. Und jetzt sage ich, Bühne frei. Ja, warte. Zwei Sachen möchte ich noch. Als erste, Sie sehen da auf Mikro rum, der filmt heute. Der hat Fotos bei der Generalprobe gemacht und da laufen zwei Kameras. Am Ende, wenn wir die Reprise machen, können Sie gerne aufstehen und Fotos und Filme. Aber wir würden gerne während der Aufführung, dass Sie nicht Filme und keine Fotos machen. Weil es ist doch viel schöner, wenn Ihr Kind oder Bekannte oder Freund oder einfach eure Gesichter sieht und eure Wahrnehmung sieht, anstatt dass man gegen ein Handy anschaut. Das ist für alle viel, viel angenehmer. Am Ende würden wir natürlich alles Material zur Verfügung stellen und kriegen Sie einen schönen Zusammenschnitt von das Ganze. So, und dann ist jetzt das Letzte. Hier noch ein kleiner Werbeblock.
Viel Spaß! Bühne frei! Ja, liebe Gäste, liebe Familien, liebe Angehörige, der kleine Werbeblock, und zwar, wir wollten uns erstmal ganz herzlich bedanken, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid und diese unfassbar tollen Talente der Bühne heute unterstützt. Und an der Stelle, wir machen natürlich ganz viele Projekte und würden uns natürlich total freuen, wenn Sie Interesse daran haben, Projektarbeiten von uns auch mit kleinen Spenden zu unterstützen. Finden Sie da hinten an allen Tischen die passenden Infos dazu, und wenn Sie noch irgendwelche Fragen dazu haben, sprechen Sie uns gerne jederzeit an. Die beiden laufen rum, wir als Team sind nachher auch wieder verfügbar und da würden wir uns sehr, sehr drüber freuen. Ansonsten sehr viel Spaß bei der Show und Bühne ab! Haus zu werfen. Ich bin schon ganz aufgeregt.
sondern wischen. Und dann auch noch Cocktails mischen. Wiese mal ich, Gott steh mir bei. Hoffentlich ist das bald vorbei. Putzen, wedeln, wohnen, wischen. Und dann auch noch Cocktails mischen. Wieso immer ich, Gott steh mir bei. Hoffentlich ist das bald vorbei. Ein Tag, mein Tag, verläuft immer gleich. Bin müde und treib wie eine Leiche im Teich. Immer muss ich putzen, um es am Ende des Tages wieder zu verschmutzen. Alles abwischen, nicht noch bis ein Klaus. Danach kommt die Post, kommt ich, dann geht die Herrin ins Bett. Ihren letzten Mann fand ich eigentlich ganz nett. Putzen, wedeln, wohnen, wischen. Und dann auch noch Cocktails mischen. Wieso immer ich, Gott steh mir bei. Hoffentlich ist das bald vorbei. Erst die Fenster, dann der Boden. Mary, wo bleibst du? Die Mist hat dich fast erhoben. Uwe, beruhig dich, ich bin ja schon auf dem Weg. Wo sind denn alle anderen? Muss man denn immer alles selber machen? Guten Morgen, Uwe, ich bin da. Die gnädige Frau wurde geweckt, der Kaffee ist gemacht und der Tisch wurde auch gedeckt. Gut. Mary, ist der Tisch wirklich gedeckt? So halb. Okay. Gut. Aber sag mal, wo ist die gnädige Frau denn? Sie zieht sich gerade oben an. Nein, ich hab schon. Mist! Wer ist das denn? Wo kommt die denn jetzt her? Das ist ja die Frau Dr. Jennifer Gabi von Hansburg von Schweinhausen. Uwe, schau mal bitte nach, ob die Frau Dr. Jennifer Gabi von Hansburg von Schweinhausen lebt. Wieso ich? Du bitte, ich glaube ich nicht. Das heißt dann wohl, dass sie von Dr. Jennifer Gabi von Hansenburg von Steinhausen, sie ist tot! Was? Das kann doch nicht sein, dass die Frau Dr. Jennifer Gabi von Hansenburg von Steinhausen tot ist! Wahrscheinlich im Schlaf und wird sich gleich erheben. Ihre Arme liegen so schlapp, wie soll sie es schaffen? Komm, pack an, wir helfen ihr, sich langsam aufzuraffen. Scheiße, da liegt ne Leiche. War das ein Mord? Das Blut für sie.
Vielleicht hat sie nicht aufgepasst und ist oben übers Geländer gefallen. Ich habe gehört, bei älteren Menschen passiert das öfters mal. Aber was machen wir denn jetzt mit ihr? Müssen wir nicht eigentlich die Polizei rufen? Ja, ja, eigentlich schon. Aber denk doch mal an Frau Papier und Herrn von Friedhof, ein guter Ruf. Stimmt, da hast du recht. Die würden sich bestimmt Lügen über sie ausdenken. Das würde ihre neue Ehe gefährden. Aber wohin mit ihr? Ich habe keine Idee, Mary. Dann lass uns mal überlegen, können wir sie denn hinschuhen? Was gibt's denn hier so? Ah, in den Schrank! Wie wär's damit? Du hast recht. Okay, Mary. Oh, ist die schlimm. Es tut mir leid, Frau Dr. Jennifer gar nicht von Hansen von Steinhausen. Aber sie müssen jetzt erstmal in den Schrank. Ja, die Frau Dr. Jennifer gar nicht von Hansen von Steinhausen ist ja auch nicht gerade leicht. Oh. Patrick, darling! Du kommst zu spät zur Arbeit. Frau Papillon. Uwe? Ist der Tisch bereits gedeckt? Natürlich, Frau Papillon. Führe mich hin. Natürlich. Ah, oh. Setzen Sie sich. Großzügig, danke. Kriege ich vielleicht noch einen Kaffee? Natürlich. Mary, was tun Sie da? Ich tue nur kurz, Frau Papillon. Ja, nicht in meiner Anwesenheit, bitte. Okay, lass es schon. Frau Papillon. Großzügig, danke. Ich bitte Verzeihung. Aha. Ich habe normalen Milch geholt. Das wird nicht viel vorkommen. Gut. Ich mache sofort einen Baileys. Danke. Das hoffe ich. Nächstes Mal könnte ich einen Apfel oder so bekommen. Bitte, ein bisschen schneller. Natürlich. Ja? Herr von Friedhofen. Guten Morgen, Darling. Ich bin ja schon da. Kaffee. Ich kann aber auch nicht länger bleiben. Ich muss los zur Arbeit. Uwe! Herr von Friedhofen? Mhm. Ihr Hut? Und natürlich Ihren Mantel. Ja. Ein bisschen schneller, Uwe. Natürlich, Sir. Man wartet auf mich. Tick, tock. Ich mache ja schon, Sir. Dieser Knopf. Ja, ich merk's. Tut mir wirklich leid, Sir. Gut. Ja, und ich steh schon vor der Tür. Ja, dann bräuchte ich nur noch die Schlüssel. Uwe, der Hut! Bitte, Sie auf die Tür. Gut. Die Schlüssel? In diese Tür, Uwe! Ich bin jemals Anzahlung, Herr von Friedhofen. Die Schlüssel? Die sind immer noch im Auto. Was machen die Schlüssel im Auto? Ich bin heute etwas durch den Wind. Ja, Regenschirm. Merkt man. Hier sind Ihre Autoschlüssel. Danke. Darling, ich bin bis zum Abendessen wieder da. Mach dir einen wunderschönen Tag, ja? Pass auf deinen Hut auf, ja? Ja, mach ich. Ach, Uwe, Uwe! Zu Bett und Föhrer, nicht schnell. Gut, jetzt wo du hier bist. Pass bitte auf, dass sie nicht so viel trinkt, ja? Ich gebe mein Bestes, Sir. Sehr schön. Gut, ja, also, bye, Darling. Bye, Darling. Mensch, Mary, helfen Sie mir, mich umzuziehen. Ich bin doch in meinem Morgenmantel. Ich komme ja schon vor, Papier. Warten Sie, ich muss noch die Tür aufmachen. Oh. Bitte schön, einmal hier durch. Muss ich. Danke. Kein Problem. Einmal anziehen, Frau Papillon. Gut, die Frau Papillon ist beschäftigt. Putzen, wedeln, bodern, wischen,
und dann auch noch Cocktails mischen. Wieso immer ich, Gott steh mir bei, hoffentlich ist das bald vorbei. Putzen, Rede, Bohnen, Wischen und dann auch noch Cocktails mischen. Wieso immer ich, Gott steh mir bei, hoffentlich ist das bald vorbei. Jeden Tag höre ich hier ja meine Moor. Ich bin ein High-End-Butler und bevor ich in dieses Haus kam, war ich weltbekannt. Promis liefen mit meinen Cocktails in der Hand. Hört mal, ohne mich wird hier alles zerfallen. Staubmäuse, Motten und Ratten im Fall würden sich türmen in allen Räumen. Und ihr könnt von einem Butler wie mir nur träumen. Okay, jetzt habe ich genügend Zeit, um die Leiche an sicheren Ort zu verstecken. Sie ist definitiv tot. Jetzt bräuchte ich Marys Hilfe nochmal, um die woanders zu verstecken. Mary! Mary! Ja, Uwe? Helf mir, die Leiche woanders zu verstecken. Oh, ja, warte kurz. Das hast du nicht gesehen. Okay, aber wohin mit der Leiche? In den Keller. Da haben wir die Schlüssel. Okay, los geht's. Oh Gott, warum müssen wir das machen? Mary! Warte die Tür. Und los geht's. Schnell! Hinter die Tür, Mia. Und schnell! Ich will voll los, Mary. Ja, ich mach mir. Nein! Hi, Freddy! Hallo, Uwe! Hallo, Mary! Ihr habt auch schon mal besser ausgesehen? Ja, wir sind gerade etwas im Stress. Okay, wie geht's deiner Frau? Du weißt, ich hab keine. Hab ich mir schon gedacht. Zurück zur Arbeit. Ich habe hier ein großes Paket für die Herren des Hauses. Das muss der neue Sarg. Ofen sein. Der letzte ist vorgestern kaputt gegangen. Stell ihn doch einfach hier ab. Ich hole ihn dann später rein. Bist du sicher? Ohne meine großen Muckis hier hätte ich ihn nicht mal bis vor die Tür bekommen. Okay, wenn das so ist, gib mir einen Augenblick, dann kannst du ihn sofort in die Küche bringen. Klar. Hast du? Papa Gay, mein gebieterter Freund. Was für schöne Federn du noch hast. Ich wünschte, ich sehe so gut aus wie du. Will ich es wissen? Nee, besser fragst du mal nicht. Also, vergiss. Also gut, zurück zur Arbeit. Ja. Sie stehen hier, ist eine gute Frau, Papillon. Ist ganz schön stark für Butler. Fein Butler? Ja, klar. Ding Dong! Guten Tag, meine Damen und Herren. Entschuldigen Sie? Wer sind Sie? Mein Name ist Donna Blockbuster von der Euskirchener Zeitung. Sie haben aber wirklich gerade keine Zeit für Sie. Ich bin hier wegen einer unglaublichen Story. Hallo, Liebchen. Wow, was eine Frau. Hast du die beiden gerade nicht gehört? Sie haben keine Zeit. Aber ich... Ach, mach dir da keine Sorgen, ehrlich. Ich habe da aber eine Geschichte für Sie. Seit einiger Zeit verschwinden Briefe vom Finanzamt. Und keiner weiß... Wieso? Ach echt? Nein. Endlich. Jetzt sind Sie weg. Okay. Jetzt wieder zu der Leiche. Mary? Ja? Versteck die Leiche unter der Couch. Und stell dich davor. Okay, wenn du nimmst, bitte schön. Da, den Kopf nimmst, bitte. Ja. Ah, das stinkt. Ja, warum müssen wir das dann machen? Kannst du es nicht alleine machen? Bitte? Okay, unter. Oh, geh bitte unter das Sofa. Uwe! Geh du mal schnell. Jetzt runter. Ich komme schon. Komm, Papillon. Drink, Baby. I need a drink. Ich mache einen Drink sofort. Toll. Vorher führe ich sie zu ihrem Platz. Natürlich.
Madame Papillon. Ich, der große Chef von Luigi, habe etwas ganz Besonderes für heute Abend vorbereitet. Was denn genau? Oh, ich habe edle russische Kartoffeln in Stäbchen geschnitten und in gepresstem Sonnenblumenöl angebraten. Dazu garniert eine weiße Knoblauchsoße und geschmortes Gemüse im Blätterteig. Was sagen Sie dazu? Oh, es hört sich köstlich an. Aber sagen Sie, Luigi, was haben Sie geplant fürs Osteressen? Sie wissen ja, meine Tochter Bella kommt zu Besuch und ich möchte nur das beste Essen für Sie. Ah, ich weiß, dass Ihre entzückende Bella vorbeikommt. Dafür habe ich eine ganz besondere Spezialität nur für Sie vorbereitet, aber das bleibt eine Überraschung. Das hört sich überraschend an. Anything else, Luigi? No, mon ami, adieu! Adieu! Oh, Papa Gay, wenn ich dich doch nicht hätte, ganz alone wäre ich dann in diesem großen, einsamen Haus. Ich bring mich um! Ja, ein little bisschen rum. Mary, du bist ja schon da. Ja, bitteschön. Danke, großzügig. Heiratet mich, ich gab das Jahr, wollte unser Glück nicht lang. Schon bald war's vorbei, die Bremsen am Caddy, er fuhr sich zu breit. Oh, ich höre, Daddy, vermisst so sehr, die Bremsen am Caddy, ihr Herz ist so schwer. Sie wird nicht mehr leben, wird einfach nicht sterben. Zum Sterben zu jung, kann uns nur beerben. Hey, Big Spender! Kam und gingen und brachen viel Schwung in mein Leben. Doch nicht war von Dauer, sie starben wie Fliegen und ich nur in Trauer um Josef Gustavo und Emanuel. Drei wütende Männer, sie starben zu schnell. Mein Bruder hieß mein Emanuel, er färbte mir Bars über ein Bordell. Von Josef die Villa und Gustavus Juwelen. Doch Geld macht nicht glücklich, ihr Sterben war quälend. Oh, mein schöner Jäger, vermisst du so sehr. Mein reichen Leben, Keller, ihr Herz ist so schwer. Sie will nicht mehr leben, will einfach nur sterben. Zum Sterben zu jung, kann uns nur beerben. Hey, Big Spender! Hey, Big Spender! Big Spender! Hey, Big Spender! Spend a little time with me. Luis und er kam aus Bayern. Er genoss jeden Rausch und liebte das Feiern. Er liebte die Marit und manchmal auch Buben. Er sah sich zu kaputt, lag tot in den Stuben. Sechste war hart, das Herz hat stets wahr und haute sein Jahr, aber nicht am Altar. Und er kam ein Schurke, war Mann Nummer 7. Ihn fand ich ertrunken, am Seeufer liegen. Und Mann Nummer 8 kam bei auf der Geschiff. Sein Name war Mann und sein Tod war ein Gift. Das ist viel große Liebe, vergiss sie so sehr. So viel schöner Tag, ihr Herz ist so schwer. Sie wird nicht mehr leben, will einfach nur sterben. Zum Sterben zu jung, kann uns nur beerben. Hey, Big Spender! Steinreicher Scheich, Muhammad bin Rashid al-Makash aus Dubai. Und Hochzeit im Winter, verschlafen kommt im Mai. Dann Thaddeus aus Moskau, den Oligarchen.
hört die Nacht nicht mehr friedlich naschen. Es graute der Morgen, es war merkwürdig still und ich musste sehen, was kein Mensch sehen will. Aber wie Eduardo, dem ging es nicht besser. Ich fand sie beide im Rücken ein Messer. Ich freue mich, dass du hier bist und deine Mutter freut sich schon total auf dich. Aber willst du nicht erstmal nach oben? Ich habe es frisch machen. Luigi, müssen wir gleich mit dem Essen fertig sein. Guter Versuch, Uwe. Wo ist meine Mutter? Hat sie sich mal wieder ins Koma gesoffen? Oh! Mama! Aufstehen! Wie viel habt ihr schon wieder getrunken? Sehr viel, sehr viel. Oh, hallo Papagei, schön dich zu sehen. Hallo Bella. Naja. Die kriege ich jetzt erstmal nicht wach, dann machen wir es halt auf diese Art und Weise. Das sieht schön aus. Dann gehe ich noch in mein Zimmer. Frau Papillon, aufwachen! Frau Papillon! Oh Gott, jetzt schon wieder den Koma gesoffen. Frau Papillon, aufstehen! Frau Papillon, Sie wissen doch, dass gleich Ihr Mann kommt. Bitte stehen Sie auf! Frau Papillon! Oh Gott, der Schuh liegt auch schon wieder da. Frau Papillon, stehen Sie bitte auf. Oh, wie sehen Sie denn aus? Grässlich, grässlich. Da hast du recht, Papagei. Ich glaube, da hilft nur noch ein bisschen mehr Make-up. Geht dir was? Oh! Verkackt! Psst, Papagei. Das bleibt unser Geheimnis und das bleibt auch so. Ja. Frau Papillon, Frau Papillon, wachen Sie auf! Diese Frau! Ich hoffe, dass der Tisch gedeckt und das Essen fertig! Werde ich noch gelassen? Ich schätze, Mary, kommen Sie rein, Herr von Friedhof. Wie war die Arbeit? Ach, die Arbeit war fantastisch, Uwe. Ich habe mal wieder einen Millionendeal abgeschlossen. So. Wollen Sie gar nicht wissen, wie es Ihrer Frau geht? Das wollte ich doch gerade fragen! Ich bitte um Verzeihung. Gut. Wie geht's ihr denn? Sehr gut. Sie war etwas müde und macht ein Nickerchen auf der Couch im Wohnzimmer. Oh. Nickerchen, ne? Gut, dann werde ich es mal versuchen zu wecken. Machen Sie das, Sir. Wenn Sie mich brauchen, rufen Sie einfach. Ja. Darling, ich bin wieder da. Darling! Wach auf! Darling, sag mal, ist irgendwas mit meinem Gesicht los? What's wrong? Madame Papillon, ich wollte nur Bescheid geben, dass das Essen bald fertig sein wird. Oh. Nur, ich gehe da mal zurück in die Küche und mache das Essen. Ah, so blöd sieht die aus.
Und Frau Papillon, wie war Ihr Schönheitsschlaf? Ja, der war hervorragend. Ich fühle mich gleich schöner als vorher. Das sieht man. Hey, hey, Darling, was ist los? Darling? Ja? Wann hast du das letzte Mal in den Spiegel geschaut? Ja, bevor ich mich hingelegt habe, schätze ich. Und, dann komm mal. Mein Schuh! Ja, den kannst du mal nicht. Einfach mal deine Schuhe ablassen. Aber meine Füße! Ja, ich bin mich ja schon. Bitte schön. Dankeschön. Ja, Frau Papillon? Mary! Wo bist du? Komm, wir gehen sie wieder hübsch machen. Ja. Warten Sie noch gerade Ihr Schuh erst mal. Mein Schuh? Den nehmen Sie jetzt mit. Kommen Sie, Frau Papillon. Wie geht's in Ihrem Fuß? Ja, ist okay. Adela, Schätzchen! Da bist du ja endlich! Mama, wie siehst du aus? Ich dachte, wir wollen Ostern feiern. Nicht Halloween. Mama! Schön, dass du da bist, Bella. Und ja, Frau Papillon, wir ziehen sie jetzt erstmal fertig. Hallo, Belle. Hallo, Malik. Was? Versuch's nochmal. Erik. Nope. Henry, ich wusste es doch. Nope. Ich heiße Hendrik, Bella. Ach, ich wollte dich doch nur was ärgern. Schön, dass du deinen Spaß hast, aber sag, wie geht's dir eigentlich? Mir geht's gut, Marik. Bella, ich heiße Hendrik, das hab ich gerade gesagt. Mann, das wusste ich doch, aber bei so vielen Männern wie meine Mutter hatte, kann man das schon mal vertauschen. Es wird bei denen die Nacht, die kann man auch nicht anders sein. Ja, okay. Sag, haben wir nicht ein wunderschönes Wetter heute? Mhm, wunderschön. Bella, warum sind deine Vibes so negativ? Kannst du jetzt einfach aufhören, mit mir zu reden? Du bist so alt, um zu reden. Ja, gut. Also, ich glaube, ich gehe dann noch mal lieber ins Büro vom Essen. Ja. Schön, dass du da bist, Bella. Tschüss, Henry. Scheiße, Hendrik, Bella! Mann! Unsichtbar, meine Mutter.
niemals klar. Ich habe noch ein Paket für euch. Okay, ich stelle es einfach zu dem anderen in die Küche. Kannst du mir helfen? Du weißt ja, es ist schwer und mein Rücken. Klar doch. Danke dir. So. Das ist wirklich stark. Wie gesagt, nur für einen Butler. Wieso für einen Butler? Was meinst du damit? Ach, nichts Besonderes. Aber wirklich. Du hast echt Muckis auf den Kasten. Ich wundere mich, dass du noch Single bist. Aber das wäre erledigt. Dann kannst du ja jetzt auch gehen. Uniform, Uniform. Okay, ich verstehe schon, ja? Wie geht's deinem Sohn eigentlich? Dem geht's gut. Außer, dass er sich letzte Woche um einen Pudding geprügelt hat. Wieso das denn? Keine Ahnung. Es gab an dem Tag nicht mal Pudding. Er kommt ganz nach dir. Sag mal, ihr beiden, wollt ihr nicht noch einen Witz hören? Nein. Das wollt ihr bestimmt. Nein. Er geht ungefähr so. Damit die Zusteller nicht mehr so viel schleppen müssen, verschickt Amazon jetzt auch leere Pakete. Das wäre das da. Entlastungspaket. Aha. Oh mein Gott. So ein Comedian. Ich versteh's. Ja, dann kannst du jetzt gehen, Freddy. Ich bin da mal weg, ja? Ja. Ciao, Uwe. Und ciao, Freddy. Ciao, Mary. Ciao, Freddy. Mary? Ja, Frau Papia, ich komme schon zur Tür. Danke nochmal für die Hilfe. Hey, you are the best. Wo ist mein Baileys? Der kommt natürlich sofort. Ja. Großzügig, danke. Das ist dein Job. Oh, hier, ihr Babys. Danke, großzügig. Auf meinen ersten Mann, Franz Baileys, den ich bei einem Glas Baileys kennenlernte und der in Bailey Country, South Bay, die Krippe herunterfiel. Doch es war da unsere Hochzeitsreise. Auf dich, mein geliebter Franz Baileys Prost. Ach, Mary, ich bin wieder zurück. Ja, okay, kommen Sie. Meines ging immer schneller. Meines ging nicht immer schneller. Bitte schön, komm ja. Auf Wiedersehen. Jetzt ist sie endlich weg. Oh Gott, die ist aber schlimm.
Wie lange halten wir das bloß mit dieser Alten noch aus? Liegt auf diesem alten Kasten wirklich ein Fluch? Das wäre eine Story, die ich lange schon such. Die Gerüchteküche brodelt und ihr Duft ist meine Spur. Ich leg mich auf die Lauer und ich warte nur. Die Geduld ist meine Schwester und mein Bruder, der Biss. Nichts von mir verborgen, dessen dadurch gewiss. Egal was ihr verlangt, ich kriege es raus. Ich will da jetzt rein, ich will in das. War schon seit einem Monat nicht mehr hier. Also gehen Sie jetzt bitte. Nicht böse gemeint, aber Sie sind nur der Butler. Gibt es eine Möglichkeit, mit Frau Papillon persönlich zu sprechen? Nein. Frau Papillon hat gerade oben Besuch und wird wahrscheinlich in den nächsten Wochen nicht zu sprechen sein. Also hauen Sie endlich ab. Okay, aber sagen Sie, ich komme morgen wieder. Richten Sie alles aus. Es ist ganz wichtig. Henry, Charlie, ich bin endlich fertig. Du siehst wieder faul nach aus, Charlie. Ja, ich weiß. Danke, Mary. Frau Papillon, setz dich. Schutzig, danke. Mein Schluss? Bella, Herr von Pito, wollen Sie vielleicht auch etwas sein? Ja, das kann man hier nicht aushalten. Oh. Ich bräuchte auch noch ein Glas Wein, das habe ich nämlich nicht. Ja, es kommt sofort, Frau Papillon. Ja. Bitteschön, Herr Papillon. Dankeschön. Frau Papillon. Es wird nochmal Zeit. Danke. Prost. Uwe? Ich mach schon sofort, Herr Papillon. Ja. Uwe kann anscheinend nicht irgendwo ordentlich aufsetzen. Danke. Mensch, wo bleibt eigentlich das Essen? Ich gehe Luigi schon sofort holen. Das hab ich. Mensch. Ich, der große Chef von Luigi. Hab mich verspätet. Nun ja, ich entschuldige mich, aber ich habe eine ganz besondere Spezialität zubereitet. Lassen Sie das Tablett einfach hier. Eigentlich dachte ich, Mary macht das, aber dann mache ich mal ihren Job. Super. Darf ich Ihnen erzählen, was das ist? Ja, bitte. Das sind ganz edle Kartoffeln, die komischerweise nur in der Kälte von Moskau wachsen. Und ich habe die garniert mit einer weißen Cremesauce und einer Geheimzutat. Was
ist denn die Geheimzutat? Komm her, komm her, komm her. Die Geheimzutat? Hab ich vergessen! Oh. Guten Appetit, adieu! Lecker. Pommes mit Eier und Gemüsestäbchen. Hat schon gesehen. Bella? Hm? Was hast du gesagt? Ich habe nur gesagt, wie lecker das Essen ist. Ja, da stimme ich dir zu, Schätzchen. Oh, aber ich mach's, das tut mir leid. Ich habe Hunger.
Pinguin! Lass den Pinguin in Ruhe! Und willst du doch immer begehen? Und außerdem, er ist ein Papagei. Der wird nicht sterben, wenn du aus dem Fenster wirst, Mary. Weißt du auch wieso? Der kann nicht fliegen! Ich kann das nicht! Ich kann kein Mauer begehen! Das tut mir leid, Uwe! Mary! Mary! Oh, Mensch, verdammter Jennifer Gaben von Hansburg von Schellhausen. Müssen Sie unbedingt in unseren Hosen schlafen? Schauen Sie mal, hier ist noch eine Couch. Da schläft Sie sich doch viel besser drauf. Jetzt ist unser Feierabend, die gute Schokolade von der Herrin genießen. Wollen Sie auch ein Stück von Dr. Jennifer Gaben von Hansburg von Schellhausen? Ach ja, Sie haben ja schon gegessen. Ein Stück für dich und ein Stück für mich. Es brennt! Es brennt, es brennt! Es brennt? Wo? Es brennt doch nichts, du irrer Vogel. Und außerdem haben wir ja Feuermelder hier. Laut, laut! So, von der Jennifer-Gabe von Hansburg von Steinhausen. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, ich wollte dir immer mal sagen, dass ich sie ganz nett finde. Ich darf, ich darf! Halt doch die Klappe! Und die Welt so farblos und matt. Unsere Liebe.
Harry? Ja? Dreh dich mal. Die Richtung oder die? Ah, das ist ja unsere Leiche! Echt? Mary, hier haben uns versucht zu verarschen, und weil wir die Leiche haben. Nein, das ist unser Problem, ja? Wieso unser Problem? Weil wir uns um die Leiche kümmern müssen und wir müssen jetzt erstmal hier wegbringen, ja? Und was ist dein Plan? Wie nennt man das hier nochmal? Bezug vom Sofa. Wir räumen sie einfach rein. Echt, was ist das denn? Okay, das machen wir. Das geht mir jetzt auf. Dann mal den Kopf bitte, ja? Eklig. Wieso müssen wir immer John Job machen? Weiß ich nicht. Der war voll mit Rotweinflecken. Oh,
will sie das dann, Frau Papillon, gestern Abend? Oh, habe ich das getan? Ja. Donna. Nach Hause, Papillon und Friedhofen. Wer ist am Apparat? Einen wunderschönen guten Tag. Hier die rasende Reporterin Donna Blockbuster von der Eiskirchener Zeitung. Danke. Aber wir haben schon eine Zeitung. Und mit der sind wir sehr zufrieden. Danke, tschüss. Ich wollte doch im Partnerlook mit dem Sofa gehen. Das geht doch morgen früh wieder, Frau Papillon. Ich mach schon auf. Geh du bitte. Freddy! Hallo, Uwe! Wie geht's deiner Frau? Du weißt doch, ich hab keinen, nur einen Sohn. Das sagst du so leicht. Außerdem hast du doch... Mary. Mary und Uwe, Liebespaar. Halt die Klappe! Nein, nein. Wir arbeiten nur zusammen, das weißt du doch. Auch egal. Ich habe hier ein Paket für die reizende, liebe Miss Papillon. Ich habe aber nichts bestellt. Nun, ihr Name steht hier drauf. Ich nehme aber nichts an, was ich nicht bestellt habe. Zurücknehmen kann ich es nicht, weil kein Absender drauf steht. Das ist mir egal. Ich nehme aber nichts an, was ich nicht bestellt habe. Herr Friedhofen! Was ist hier schon wieder auf Berufsgut? Was ist hier schon wieder los? Ich wollte einmal länger schlafen. Ich schaue in den Spiegel und mich grüßt der junge Hecht. Brioni-Anzug, Gucci und die Rolex ist echt. Reise im Privatjet auf der Wolke 7. Frauen können so einen wie mich nur abgöttisch lieben. Er ist ein Businessboy. Businessboy. Sein Body ist sein Toy. Ist mein Toy. Ja, er gibt ihm Joy. Gib mir Joy. Nur ihm bleibt. Businessboy, Businessboy, ist sein Toy, ist mein Toy, nur er gibt ihm Joy, gib mir Joy, nur ihm bleibt er treu, bleib ich treu. Oh, schaut ihn an, ein starker Mann, so eloquent und dekadent. Meine Frau ist eine Göttin, ein teurer Diamant. Sie weiß zwar nicht, wo es rein liegt, dafür ist sie sehr charmant. Ihre Tochter Bella möchte nur mein Geld. Maike Prada, Luia, ich kaufe ihr die Welt. Ist ein Businessboy. Businessboy. Somebody ist sein Toy. Ist mein Toy. Nur er gibt ihm Joy. Gib mir Joy. Nur ihm bleibt er treu. Businessboy, Businessboy, sein Body ist sein Toy, ist mein Toy, nur er gibt ihm Joy, gib mir Joy, nur ihm bleibt er treu, bleib ich treu. Oh, schaut ihn an, ein starker Mann, so Boy. Ich war's, werter Herr. Ich wollte der reizenden, lieben Dame ihr Paket ausliefern. Ja, gut, wenn sie es nicht will, dann ich, ne? Oh? Ja, Henrik, Darling, aber ich häng schon wieder mit meinem Schuh fest. Ja, pass auf deinen Schuh auf. Es ist bestimmt was Schlimmes. Eine Bombe oder sowas. Ich meine, guck dir an, wie er aussieht. Ja, alles gut, okay. Setz dich erstmal, wir beruhigen uns, ja? Danke. Ah. Darling? Wo ist der Sofa-Bezug hin? Das meine ich, ja? Das ist jetzt hässlich. Das kann ich sagen. Ich werde sofort nach ihm suchen. Herr Blockfriedhof, Sie müssen gar nicht erst suchen. Er ist nur in der Reinigung. Na, voll mit Rotwein stecken.
Wann ist das Frühstück fertig? Ich muss arbeiten. Luigi! Das Petit Déjeuner ist gleich fertig. Ich muss aber los. Das dauert wirklich nicht mehr lange. Dann hole ich mir halt unterwegs was. Das ist so hässlich. Guten Morgen. Sag, was mit der Tür passiert? Das tute Mama, ja! Oh, wo komm, schnell, wir müssen die Tür wieder. Ist doch bitte jemand. Die Tür, die wurde für die Tür und dann das so. Ja, die Tür, die wird schon wieder ganz werden. Ja. Die Tür ist doch wieder ganz. Lass doch mal mit zu. Ist Frau Dr. Jennifer Gabi von uns im Haus nicht schon Frühstück geblieben? Nein! Sekunde! Nein! Die Frau Dr. Jennifer Gabi von uns umgeschlossen! Ich wollte sein Zahn nicht mehr hier! Dann war das alles von gestern wohl auch nur eingebildet. Hedwig, Darling, wir müssen doch das Sofa wieder schön machen. Die Tür! Frau Papier, ich mache sie aus. Danke. Wir müssen ihn holen. Jetzt! Ja, schnell. Ja, aber was passiert hier jetzt mit dem Paket? Wo liefere ich die überhaupt hin? Was ist so... Ich bring's einfach in die Küche. Was auch immer da ist. Donna! Oh! Ich glaube, die hier sind nicht so erfreut, sie hier zu sehen. Nun, nicht so erfreut wie ich. Oh, doch, junger Mann. Ich habe gestern höchstpersönlich einen Termin gemacht. Es geht um die Frau Dr. Jennifer Gabi von Hansenburg von Steinhausen. Ach so. Wissen Sie vielleicht etwas über sie? Nun, wie der Name schon sagt, sie ist eine Frau. Und weiteres, eine Doktorin. Das heißt, irgendwann mal in ihrem Leben war sie in der, hören Sie jetzt zu, in der Schule. Höllischer Ort. Ja, die werte Frau Dr. Jennifer Gabi von Hansenburg von Steinhausen. Ich hatte sie gestern Abend noch gesprochen. Setzen Sie sich so lang einfach hier hin. Es kommt gleich jemand zu Ihnen. Was? Aber... Dann bin ich weg, ja? Da! Das Frühstück ist fertig, nicht? Luigi! Aber ich sehe keinen hier. Hab ich umsonst gekocht? Gute Rede, doch mein Löffel mit. Die Platte wirft jetzt richtig Eis. Milch dazu über Schokolade, Eigelb, dann das Eiweiß. Sippe rein und rühren. Wir wollen ein weißes Wolkenbett. Sanft unter Schokolade. Oh ja, der Teig ist komplett. Das Kuchen ist ma Bastion. Jedes Gericht und Kreation. Thank you.
Sind die endlich diesen kräftigen Überzug losgeworden? So ist das viel schöner. Oh, richtig schlimm. Aber habe ich echt für niemanden gekocht? Sind echt undankbar, diese ganzen Menschen hier. Oh, ich gehe zurück in die Küche. Adieu. Oh, Mary, komm, keiner da ist. Ja, warte. Die gnädige Dame scheint noch gerade zu schlafen, weil da höre ich nichts um Papagei. Der ist ruhig. Okay, los geht's. Ausrollen. Genau. Den anderen habe ich noch weg. Harry, beeil dich. Ja, eine mit Wein, Uwe. So, der fällt ja mich noch wieder drüber. So, fertig. Und was ist mit den Blutflecken auf dem Bezug? Das waren die Rotweinflecken, das war Frau Papillon. Und wohin mit der Leiche, Mary? Und, oh Gott, wo jetzt schon wieder? Der Tisch! Okay. Los geht's. Oh, ist sie wieder schwer. Oh Mann, wie kriegen wir die da nur drunter, ey? Ablegen. Schuppel weg. Leiche runter. Oh Gott. Hast du überhaupt runter? Bestimmt. Etwas quetschen, dann geht das. Schnell Schuss. Fällt nicht auf! Ja, warte, geht. Runter! Nach etwas Kurzem geguckt. Ein bisschen Alkohol vielleicht? Leer? Oh, so ein Mist, aber, oh! Ah, Moment! Ah. Sie ist... Oh Gott! Ich glaube echt, die ist tot! Oh no, Gott! Was mache ich? Ich bin ein Koch, kein Leichenbestatter. Oh, meine Güte. Was mache ich bloß? Dieses aus Sacre Bleu. Oh Gott. Oh. Man würde denken, man versucht mich hier umzubringen. Luigi! Ein unglaublich schlauer Chefkoch. Ich weiß genau, was zu tun ist. Ich muss die Polizei anrufen. Okay, kurz rennen. Eins. Ja, hallo, Polizei. Uwe! Was ist los, Luigi? Da liegt eine Leiche. Ich muss die Polizei anrufen. Ja, beruhige dich. Ich weiß. Aber das Letzte, was wir jetzt wollen, ist Polizei. Ich war mein Freund. Keine Polizei, aber da liegt eine Leiche. Nein, sie liegt da und... Ja, sie ist tot. Aber es wäre doch sehr ungünstig, jetzt die Polizei zu rufen. Nicht wahr? Nur, sie liegt doch nicht da, sie liegt da vorne. Gut, komm, ich zeig sie. Sie ist weg. Sie ist weg, sie war eben noch da. Sie wird noch da, sagt mon Dieu, doch meine Güte. Was ist los, Uwe? Ich glaube, wir haben unsere Leiche gefunden. Wie Leiche gefunden? Oder auch nicht? Hä, was haben die beiden denn jetzt auf einmal? Na egal, die werden Leiche schon nicht gefunden haben. Da mache ich mir keinen Kopf drüber.
schnell, Mary. Ja. Wir müssen dich schon denken, bevor Frau Papillon wiederkommt. Ja, definitiv. Sonst gibt es wieder Ärger. Niemand richtig Gläser. Mary. Ich hab so viele Teller. Da. Sieht sie nicht. Hey, direkt Gläser. Weg. Ja, ich geh ja schon. Warum gehst du mal nicht einmal selber? Was dein Job ist. Na, heim. Ah, Frau Papillon! Guten Morgen! Ach, das Sofa ist wieder schön! Ja. Huch, da fand ich fast. Kommen Sie, ich bringe Sie zu Ihrem Platz. Setzen Sie sich. Großzügig, danke. Frau Papillon, darf es was zu trinken sein? Natürlich! Na dann, so wie immer um Punkt 12, ein russischer Mai Tai Lok Island Pina Sunrise Fruchtsaft. So wie Sie ihn gerne haben, Frau Papillon. Stimmt's? Großzügig, danke. Was würde ich nur ohne Sie machen? Ja, die Bella? Ja, die kommt nicht. Ja, aber das ist, also glaube ich, ich weiß es nicht. Kommt Bella wirklich nicht zum Lunch? Die redet in letzter Zeit nicht mehr so viel mit mir. Schade. Luigi, wir wären dann soweit. Das Essen fertig. Luigi! Also, ich habe keine Ahnung, wie ihr noch an Essen denken könnt, wenn hier eine Leiche rumläuft. Wie nennen Sie mich bitte? Frau Papillon. Er meint das Obst, das hier auf dem Tisch liegt. Ich glaube, das wäre jetzt eine vegane Phase. Uwe, die Leiche, sie ist immer noch nicht ihr. Luigi, wo ist sie? Beruhig dich. Beruhige, wenn ihr aus überall Leichen rumlaufen. Sie laufen nicht überall rum. Wir verlegen sie manchmal nur. Verlegen? Oh, die arme Frau. Ja, aber gleich entsorgen wir sie und dann ist alles okay. No, no, nicht okay. Nicht okay. Entsorgen. Luigi. Entsorgen? No, ich kann das nicht mehr. Sprich nicht mit mir, ich bin weg. Adieu. Frau Papillon. Ja? Ich glaube, er hat seine vegane Phase. Oder er vermisst mal wieder seine Mutter, der Arme. Oh. Ich weiß, wie es ist, allein zu sein. Jedes Mal, wenn ich mein Glück gefunden habe, kommt der liebe Gott und nimmt es mir wieder. Ach, es ist so traurig. Natürlich doch. Aber, Mary? Ja? Was machen Sie da? Das Sofa war nicht ordentlich, deswegen habe ich es neu gemacht. Ich wollte gerade erzählen, wie viel Glück ich hatte, dass Sie mich alle im Guten hinterlassen haben, nicht wahr? Sicher, Madame. Auf meine damaligen Darlings. Huch, da fehlt mir gleich Gewicht. Prost! Ja. Kommen Sie, Frau Papillon. Achtung, die Tür wird geöffnet. Sehen Sie die Tür überhaupt auf den Eingang? Ja, ja, alles super. Ist es noch was zum Essen da? Ich habe ja so einen Hunger. Bella, möchtest du nicht was von da oben nehmen? Da kannst du doch in Ruhe essen. Nein, nein, alles gut, das ist wieder extra Aufwand. Ich esse nur hier am Tisch. Aber danke. Wenn Sie meinen, ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. Ja, Uwe, du weißt aber, ich mach das lieber selbst. Okay, ich gehe dann mal. Ja, Uwe. Ich bin weg. Ja. Ciao. Tschüss. Uwe? Aber... Uwe, verschwinde! Was liegt denn noch unter dem Tisch? Luigi! Bella, wie schön, dich zu sehen. Eine normale Person in diesem Haus. Danke, Luigi. Also dein Essen ist wirklich fabelhaft. Also, ich finde auch die Chicken Wings von heute echt besser als die Pommes von gestern. Bella, Bella, was sagst du da? Luigi, Luigi, ich komme auch bei Aldi an. Oh, kennst du sie? Bella, bitte, bitte sag sowas nicht. Ich brauche kein Publikum. So, aber ich bin jetzt auch fertig. Du kannst es wieder mitnehmen. Hast du zufällig meine Mutter gesehen? Oh, natürlich. Die Madame Papillon ist oben, die macht sich hübsch. Ah, okay, dann gehe ich mal gerade nachgucken. Danke. Nun, was macht man so, wenn man alleine ist? Oh,
das Radio. Ist das nicht schön? Wenn ich einmal reich wär. Oh, guck mich an, ich bin erst von Friedhofen. Ich mache Geld. Oh, ich mache Millionen Deal am Tag. Oh Mann, oh Mann. Und die Madame Papillon, die trinkt und die trinkt. Genauso wie Scheuer. Aber ich, ich bin besser als alle. Ich kann tanzen, ich kann kochen, ich kann singen, ich kann alles. Natur. Aber was redest du denn da? Ich will dich doch bei allem unterstützen, aber nicht hier. Genau hier solltest du mich unterstützen. Und du? Und ich habe alle Genehmigungen von der Regierung, unseren Müll dort in Bangladesch in diesem Fluss zu entfernen. Na, du? Verstehst du? Warte doch mal einen Moment. Lass mich ein bisschen weiter ausreden. Ich war noch nicht fertig. Dass die Kinder auch so früh anfangen zu arbeiten, das ist toll. Das können wir dann unterstützen. Sie verdienen früh Geld. Lustig. Du und deine bescheuerte Fabrikmama vergiftet das ganze bangladesche Dorf und das nennt man Kindsklaverei. Die Tür? Ich komme da schon zum Papier. Ich bin auf dem Weg. Aber nicht mal eine Minute warten können, ey. Donner. Sie können mich nicht länger abwimmeln. Alle Indizien leiten hier zu diesem Haus. Wer zum Teufel sind Sie? Das ist eine sehr nervige Reporterin, Frau Papillon, die seit 2 Tagen versucht, hier in dieses Haus zu kommen, weil sie Frau Dr. Jennifer Gabi von Hansenburg von Steinhausen sucht. Ah, Frau Dr. Jennifer Gabi von Hansenburg von Steinhausen. Oh. Ja, nee. Die ist hier nicht. Da sind Sie hier leider falsch. Die Frau Dr. Jennifer Gabi von Hansenburg von Steinhausen hat einen Nobelpreis gewonnen, ist aber nicht zur Veranstaltung erschienen. Und nun denkt man, dass sie vielleicht etwas Zugestoßenes. Zugestoßenes? Mensch, das ist ja furchtbar. Muss man direkt von so etwas Schlimmem ausgehen? Ich habe mit einem Taxifahrer gesprochen, der mir gesagt hat, dass er die Frau Dr. Jennifer Gabi von Hansenburg von Steinhausen genau hier rausgelassen hat. Also, wir kennen die Frau Dr. Jennifer Gabi von Hansenburg von Steinhausen ja auch persönlich. Aber wer sind Sie denn überhaupt? Mein Name ist Donna Blockbuster von der Euskirchener Zeitung. Und von Ihnen, Frau Papillon, habe ich schon einiges gehört. Ihre Geliebten kommen auf tragische Weise ums Leben. Die Zeitungen stehen voll davon. Ja, ich habe recherchiert, Frau Papillon. So, Frau, ja, von der Zeitung, wissen Sie eigentlich, wer ich bin und mit wem ich hier in Euskirchen befreundet und verknüpft bin? Ich schätze nicht, denn sonst würden Sie uns nicht jeden Tag hier belästigen. Ja, kommen Sie mal her, Frau Blockbuster, dann kann ich Ihnen alles über Ihre Ehemänner erzählen. Bella, das macht Mami etwas traurig. Das ist mir doch egal. Sensationell. Können Sie mir auch etwas über die Frau Dr. Jennifer Gabi von Hansenburg von Steinhausen erzählen? Ganz Luigi! Danke. Ich mache mir Schokolade. Sie lebt! Sie lebt! Oh Gott! Ja, das letzte Mal, als ich meinen Puls gecheckt habe, war ich noch am Leben. Frau Papillon, wir wollten es eigentlich nicht gesagt haben. Aber wir haben Sie gefunden. Wen gefunden? Ja, schauen Sie doch mal da unter dem Tisch. Etwas weiter rechts, links, ja, da. Ach, du grüne Neune. Ich kann die nicht mehr. Ich bin weg.
kümmern. So, Frauchen. Ich denke, Sie sind jetzt lange nach mir geblieben, aber bitte verlassen Sie mein Haus. Da ist die Tür. Da, ich wollte es nochmal zeigen. Okay. Wenn dir noch etwas einfällt, kannst du mich gerne Tag und Nacht anrufen. Dankeschön. Ich habe auch noch eine Geschichte über eine Fabrik in Bangladesch. Vielleicht interessiert Sie das ja. Bella, that's enough! Tschüss! Die Tür. Natürlich, Herr Scout. Darling. Was ist hier schon wieder das Uber? Bist du vielleicht im Friedhof? Ja. Was ist hier schon wieder los? You know, darling, high trees catch lots of wind. Was? Open the door, please. Ja, Mary? Ich komme ja schon sofort. Bitte schön, die Tür wird Ihnen geöffnet. Jetzt aber schnell. Hallo. Und da Gabel. Schnell. Nach draußen? Ja. Gute Idee. Oh. Ekelig. Frau Papier, wir wollten es Ihnen eigentlich noch nicht sagen, aber wir haben die Frau Dr. Jennifer Gabi von Hansenburg von Steinhausen ja gefunden. Sie ist einfach von oben runtergefallen und war auf einmal tot. Also hingegangen. Ich habe mich schon gefragt, wo sie abgeblieben ist. Frau Papillon, wir müssen die Leiche loswerden. Die Reporterin ist hinter uns her. Natürlich, Uwe, und genau deswegen habe ich mir auch schon etwas überlegt. Oh nein. Doch. Nein. Na echt? Oh. Also, an dem großen Osteressen nächste Woche laden wir die Reporterin als Goodwill, als unser VIP-Zeichen ein. Jetzt unser VIP meine ich. Was rede ich denn da? Ich bin schon ganz durcheinander. Ich bin so aufgeregt. Wir setzen Sie hier neben unseren Hendriklein hin und dann lassen wir ihn einfach was über seine Sammlung aus dem Zweiten Weltkrieg erzählen. Er redet ja so gerne über die Bomben, die Foltermethoden. Ihr wisst schon. Mary? Ach stimmt, das ist ja eine super Idee, Frau Papillon. Und was passiert danach? Ja, dann, du weißt schon. Dann? Ja, dann. Boom! Boom! Ja, boom! Ach so, Sie meinen boom! Boom, boom! Boom, boom! Boom, boom! Aber wartet mal, ist das nicht sehr auffällig, dass die Reporterin genau da stirbt? Ach, nein, nein. Wir bestellen bei Freddy via DHL zwei Pakete zum Versenden und Abholen nach bei Wickestern. Und dann schicken wir die Frau Dr. Jennifer Gabi von Hansenburg von Steinhausen und die Reporterin für immer in den Urlaub. Sie haben ja auch wirklich an alles gedacht, Frau Papillon. Und so erben Sie auch wieder alles von Herrn Friedhofen. Brillant! Natürlich. Und ich denke, da bin ich schon wieder in meinem Kleid. Ich denke, auch wir haben uns danach einen langen Urlaub verdient. Wie wär's mit den Game and Islands? Hey Sie, ja genau Sie. Träumen Sie nicht auch manchmal von Sonne, Strand, leckeren Cocktails und hotten Männern? Na dann, jetzt aufgepasst. Besuchen Sie uns auf unseren weltberühmten Game and Inseln. Die Inseln, auf denen all Ihre Träume wahr werden. Ah. Gibt es da noch ganz viele Cocktails und kleine Mädchen drin? So viele, wie du möchtest! So, jetzt aber ab ins Bett! Yay, die Game Islands! Ah, ein Moment! Habt ihr die Frau Dr. Jennifer Gabi von Hansenburg von Steinhausen auch gut weggeschmeckt? Aber natürlich, Frau Papillon. Sie ist im Gartenhäuschen hinterm Außenpool. Da riecht man sie auch nicht so schnell. Und da habe sowieso nur ich die Schlüssel für. Gute Nacht, Frau Papillon. Gute Nacht. Ich bringe Sie nach zum Tier. Gute Nacht, Frau Papillon. Großzügig. Könnt ihr die richtige Hand nehmen, danke. Gute Nacht, Uwe, Mary. Ja, Frau Papillon. Etwas am Osterfest mit Cocktails und Regenschirmen. Verdächtig.
Mary, Mary, hast du die Technik noch richtig gestellt? Alleine gestern heute. Alleine schaffe ich das nicht. Ich bin nicht so stark, wie du weißt. Konntest du nicht Luigi fragen? Als ob der jemand helfen würde. Hast du auch wieder recht. Ich, Luigi, erwarte Applaus. Ich, der große Chefkoch, bin gekommen, um zu helfen. Wie großzügig von mir. Luigi, dann helfe auch. Und ja auch mal Zeit, anstatt dir immer so den netten Applaus von den Zuschauern einsammeln. Jetzt könntest du uns ja auch mal netterweise helfen. Ah, ich hab das nur mal verdient. Bist du wie ihr? Nur, wenn du nicht so beliebt bist bei Frau Papillon, musst du nicht die Zuschauer auf dich ziehen, ja? Das wird dann unsere Arbeit hier. Der Herr von Friedhofen macht mich schon genug. Das stimmt nicht. Mary, konzentrier dich. Haben wir genug Stühle? Wie viele brauchen wir denn? Keine Ahnung. Frau Papillon hat die halbe Stadt eingeladen. Oh Gott, das wird ja schön. Uwe, nicht fallen. Keine Sorge. Ich hole noch ein paar Gläser, ja? Und ein paar Teller. Das hat ja anscheinend nicht gereicht, wenn das so viele sind. Luigi! Volle Idee! Ich bin am Kochen! Das brennt sowieso an! Aber sei leise, du, das ist gemein! Wehe, du trinkst den ganzen Wein leer, ja? Oh, die ganze Wein, die ganze Wein! Da habe ich schon die Hälfte getrunken! So, dann müssten wir jetzt fast fertig sein. Ja. Fehlt uns noch was? Die Notfallschule können wir holen, falls noch mehr kommen. Da hast du recht, das wird bestimmt reichen. Wo bleibt Bella eigentlich? Das ist eine ziemlich gute Frage. Ich komme doch schon. Ah, okay. Mary, hast du auch die Cocktails vorbereitet? Ja. Hallo, Mary, Uwe und Luigi. Oh, das sieht ja fantastisch aus. Habt ihr das nur wegen mir gemacht? Nein, wir haben das auch gemacht wegen Herrn von Friedhofens Übernahme. Es scheint wohl ein Millionendeal zu sein in seiner Firma. Aha. Na, ich hoffe, alle überleben den Abend. Ich stehe schon. Donna, einen wunderschönen guten Abend. Oh, danke schön. Ich bin ganz überrascht, dass Sie mich eingeladen haben. Hallo, Bella. Grauenhaftes Wetter draußen, nicht? Oh. Na, die Tür. Nein, ich bin beschäftigt. Du gehst. Guten Tag. Bleib direkt dort stehen. Guten Tag, liebe Schwester. Kommen Sie doch rein. Wie geht's Ihren Eltern? Kommen Sie mit. Mary? Ich komme ja schon, wenn ich bitten darf. Mary, wir brauchen die zwei Stühle. Ich gehe sofort. Setzen Sie sich sofort zu Frau Blockbuster. Sie können sich auch zu Blockbuster setzen. Die Stühle müssen gleich kommen. Mary! Ja, ich bin doch schon dabei. Ich muss nur wohin mit denen jetzt. Die sind eh zweite Reihe, also. Wir finden euch. Wie schön, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid. Es wird ein fantastischer Abend, das kann ich Ihnen versichern. Genau davor habe ich Angst. Frau Papillon, hier ist Ihr Platz. Hier ist Ihr Platz, bitte schön. Dankeschön. Frau Reporterin, kommen Sie bitte zu mir. Ich glaube, wir brauchen einen größeren Wohnzimmer. Ist ein bisschen eng hier. Ich muss hier noch den anderen Stuhl holen. Warte noch einen Augenblick. So, ich hab den Stuhl. Unser Barhocker. Ich bitte darf der Herr. Mary? Ja? Den Obstkorb. Der fällt
und ich will meine Gäste besser sehen können. Ja, ich komme ja schon sofort. Uwe, du stehst im Weg. Bitte schön. Frau Blockbuster, trinken Sie nicht die Cocktails mit Regenschirm. Der wird Sie umbringen. Es tut mir leid. Ja. Gut, also, Frau Reporterin, sagen Sie, wie heißt Sie eigentlich? Mein Name ist Donna Blockbuster. Ach gut, also, Frau Blockbuster, habe ich Ihnen schon von meiner Zweiten Weltkriegs-Bomben- und Waffensammlung erzählt? Sie ist wirklich atemberaubend. Luigi! Ich, der größte Chefkoch der Welt, präsentiere den ersten Gang. Uwe, komm, nee, ich kann es nicht. Luigi! Das, ich gehe schon, aber... Doch, oh Gott! Ich. Mary? Ich. Der von Peter. Gut, wieder. Dankeschön. Entschuldigung, die Störung, aber um nochmal zusammen zurückzukommen. Also, ich muss Ihnen diesen unbedingt zeigen. Dann können Sie auch sehen, wie man im Zweiten Weltkrieg Menschen zum Sprechen gefoltert hat. Oh. Trinken Sie nicht die Cocktails mit Regenschirm. Am Blockbuster, darfst du sie ein Cocktail mit einem kleinen süßen Regenschirmchen drin sein? Ah, nein, danke. Ich trinke gerne ein Glas Wasser. Kommt sofort. Mary, darling! Ja? Ach, du bist ja schon. Aus dem Weg. Ah, perfekt! Ja, was wollen Sie? Danke, Frau, danke. Dankeschön. Ich bin Mary. Ja, ich gehe schon aus dem Weg. Im Hause Papion und Friedhofen. Wer ist im Apparat? DHL. DHL? Ja, Freddy, natürlich. Wer denn sonst? Ach, hi Freddy. Ich habe hier Pakete für dich nach Weitwekistan. Du weißt Bescheid. Ja, Pakete holen nach Weitwekistan. Na klar. Ohne Absender und das zweimal. Ja, diesmal ja mehr. Maße, Kumpel, ich brauche meine Maße. Sonst habe ich keine Spaß. Lass mich kurz überlegen, dann sag ich's dir. Klar. Also, das erste ist 1,65 Meter und sagen wir mal maximal 70 Kilo. Mit der Größe? Der hat aber was auf den Hüften. Sag mal, hat das zweite Paket auch schon so viel auf den Hüften? Weiß ich nicht, muss ich kurz nachforschen. Frau Blockbuster, wie groß sind Sie ungefähr? Ich weiß nicht so genau. Ungefähr, muss man nicht genau sein. Naja, ich schätze so 1,73. Freddy macht 1,75. 1,75. Und wie viel wiegen Sie, Frau Blockbuster? Naja, sagen wir mal so 60. 80 Kilo? 60 Kilo. Freddy mal 80 Kilo. Also 90, grüß deine Frau von mir. Ich hab keine Frau, Freddy. Tschüss. Uwe. Herr von Friedhof, ich bitte um Verzeihung. Es ist auch nicht mehr wichtig. Ja, gut, dann lassen Sie die Dame bitte auch in Ruhe. Also, sie soll sich gleich nach dem Essen erstmal meine Sammlung anschauen. Natürlich doch. Die ist ja auch sehr besonders, Sir. Die ist wirklich bombastisch. Frau Reporterin, Sie haben ja gar nicht mehr über die Story von der Fabrik in Bangladesch nachgefragt. Und über die Ehemänner meiner Mutter wollten Sie auch nicht mehr Bescheid wissen. Ach ja, Liebchen, in Bangladesch machen die halt alles für ihr Geld. Und über die Ehemänner deiner Mutter müssen wir ein anderes Mal weiterreden. Jetzt möchte ich erstmal gerne so einen kleinen süßen Cocktail mit Regenschirm probieren. Natürlich, komm sofort, Frau Reporterin. Bitteschön. Nein, um Gottes Willen! Mama, ich kann nicht mehr ansehen, wie alle Männer, die dir in die Quere kommen, auf irgendwelche tragische Art und Weise sterben. Du bist eine Mörderin! Am Boden habe ich mir meinen Fuß gestoßen. Ich weiß gar nicht. Hallo. Ich weiß dann gar nicht, was mit dir los ist. Nur weil ich dir kein Geld für deinen Aktivismus gebe. Das Geld schmeißt du doch sowieso nur aus dem Fenster raus. Ja, aber ich will doch. Ich habe mein ganzes Leben lang Pech. Ich will doch nur einmal in meinem Leben glücklich sein. Ja. Lachhaft. Ach, und wann bist du glücklich? Wenn Hendrik tot ist, mit seinem Regenschirm-Cocktail? Hm? Und was habt ihr im Gartenhäuschen
Schlüssel versteckt. Ist es vielleicht die Frau Dr. Jennifer Gabi von Hansenburg von Steinhausen? Früher mal sehr aggro, war deswegen im Knast. Doch jetzt bin ich ja lieber, lebe sehr angepasst. Bin ich ein Mörder? Das kann doch nicht sein. Ich bin doch kein Mörder, niemals, nein, nein. Er ist der Mörder, er ist der Mörder. Er ist der Mörder, sie ist der Mörder. Er ist der Mörder, er ist der Mörder. Er ist der Mörder, sie ist der Mörder. Er ist der Mörder, er ist der Mörder. Wer ist der Mörder? Sie ist der Mörder. Wer ist der Mörder? Er ist der Mörder. Wer ist der Mörder? Sie ist der Mörder. Ach, da sagt sie meinen Namen doch mal richtig. Halt die Klappe, Hendrik! Bitte zeig doch unserem Gast mal deine tolle Sammlung, dann kann ich ein erstes Mal mit meiner Tochter reden. Aber wieso das denn? Darf ich etwa nicht hören, was ihr sagt? Stimmt es, was sie sagt? Was ist in dem Gartenhaus und was ist mit der Frau Dr. Jennifer Gabi von Hansenburg von Steinhausen? Sprich! Verteidige dich! Los! Ich warte manchmal Schlaf, geiste nachts durch das Haus. Doch kann mich nicht erinnern, schalt mein Hirnschreiber aus. Ich bin doch kein Mörder, das kann doch nicht sein. Ich bin doch kein Mörder, niemals, nein, nein! Wer ist der Mörder? Du bist der Mörder. Ein Mörder, nein, du bist der Mörder. Wer ist der Mörder? Du bist der Mörder. Ich bin ein Mörder, nein, du bist der Mörder. Wer ist der Mörder? Du bist der Mörder. Ich bin ein Mörder, nein, du bist der Mörder. Wer ist der Mörder? Du bist der Mörder. Ich bin ein Mörder, nein, du bist der Mörder. Nein, du bist der Mörder. Und wir kehren ein, ziehen ihre Kreise.
Tag, Ladies and Gentlemen, aber vor allem Gentlemen. Hier spricht Ihr Pilot. Willkommen auf den wunderschönen Gaming-Inseln. Wir wünschen Ihnen viel Spaß und einen tollen Aufenthalt unter der hotten Sonne. Schade, dass Freddy schon weg musste. Hauptsache, wir sind hier sicher. Ja, da hast du recht. Ich frage mich auch, was Bella gegen diese kleinen süßen Cocktails hat mit den kleinen süßen Regenschirmchen drin. Egal, ich bin nur glücklich, dass wir sicher sind. Noch glücklicher bin ich, dass wir auf den Gaming Islands sind! Das Eis ist viel länger. Da kann der Frau Papillon sich auch nicht verlieben! Das Eis ist fast besser als Cocktails. Da hast du recht. Uwe! Mary! Ich glaub es nicht! Aber ich habe auf der Insel einen super tollen, sexy Beamer getroffen! Und ich glaube, ich bin verliebt! Nein! Du brauchst keine
So, ich möchte euch diese fantastischen jungen Darsteller einmal vorstellen. Wir haben unsere drei Kleinsten hier im Bunde. Das ist einmal die Anna Kakakis. Der Niklas Hell. Der Papagei, unser Kleiner, Nino Theisen. Dann haben wir unsere zwei fantastischen Tänzerinnen. Einmal Stella Marsege. Das ist richtig. Marchese. Und Nasra Karami. Unsere beiden Gärtnerinnen. Einmal Margarete und Rosalia, gespielt von Grace Biedermann. Und Lavin Hassan. Unser Postmann Freddy. Gespielt von Alan Kanani. 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 Und Luigi, unser französischer Chefkoch. Benjamin Gassel. Und die Tochter des Hauses, Bella, gespielt von Joanna Rola. Herr von Friedhofen, gespielt von Jolina Kling. Donna Blockwasser, unsere rasende Reporterin. Freya Tippel. Frau Papillon, die Herrin des Hauses. Patricia Lortheim. Unsere Haushälterin. Michelle Lang. Und last but not least, unser Butler, Mike Heger. Außerdem möchte ich an dieser Stelle auch nochmal allen Beteiligten bedanken, die am Projekt beteiligt waren, die zwischendurch ihre kreativen Ideen alles eingebracht haben, leider dann nicht bis zum Ende dabei gewesen sind, aus mehreren Gründen, da gibt es viele. Aber auch da nochmal ein ganz großes Dankeschön. Dann möchte ich auch nochmal der Jugend... Du darfst gleich. Dann möchte ich auch gerne nochmal der Jugendvilla bedanken, denn die Jugendvilla stellt uns jeden Montag die Räumlichkeiten zur Verfügung. Und auch dass die Akademie für Kampfkunst, da haben wir uns an den Wochenenden immer einquartiert. Auch an die Eltern, die immer gefahren sind, die Kinder überall hingebracht haben. Vielen lieben Dank. Ja, aber wir sind noch nicht da. Weil das alles war noch nicht möglich. Und jetzt kommt das schöne Blumenmoment. Aber wir haben keine Blume, weil Blumen sind abgeschnitten und die kann man nicht so lange bewahren. Deswegen haben wir eben eine schöne kleine Pflanze. Und ich möchte ganz gerne anfangen mit unserer Hilfe der Mama, Ute Biedermann, für das Essen und das Fahren. Sie ist immer da. Bitte Stimme auf, Ute. Ein grandioses Applaus. Ohne Mama für dich wäre das alles nicht möglich. Dankeschön. So, dann möchte ich ganz gerne weitermachen mit unserem tollen Technikerteam. Wir fangen an mit Sebastian Pingel. Das tolle Licht hat er. Ja, bis tief in der Nacht aufgehangen, einprogrammiert, die letzte Sekunde noch Änderungen gemacht. Und auch noch ein ganz großes Applaus an den Ton Kirsten Gorham. Vielen herzlichen Dank für eure Flexibilität, dass ihr immer da seid, eure gute Laune. Fantastisch, herzlichen Dank. Ja, dann weiter. Möchte ich bedanken als erstes auf der Bühne Lena Sofuoglu und José Labrot. Bitte, ein großes Applaus. Komm bitte drauf. Das ganze Bühnenkonzept, was ihr hier seht, alles bis ins kleinste Detail geplant.
Die sind Stadt und Land abgefahren für dieses schöne Requisite überall. Und er ist überall angedacht. Herzlichen Dank. Fantastisch. Dann, für die Bestimmer und die tolle Werbung, Daniel Castro Dominguez, bitte auf der Bühne ein großes Applaus. Gemeinsam mit allen Kids hier setzt er sich hin, überlegt, was sind die Kostüme, Kostümwechsel, wie machen wir das, was steht dir gut, was gefällt dir nicht. Und dann steht er hier hinten noch mit Nähmaschine und Bügeleisen und dann während der Probe rutscht was kaputt und es wird sofort alles wieder gemacht. Grandios, danke dir. Jeden einzelnen Song, die Sie heute Abend gehört haben, haben diese Jugendliche alle selber geschrieben und zusammen mit Lea Falkenhahn komponiert. Lea, komm bitte nach vorne, du darfst da nichts dazu sagen. Lea hat sich immer die Zeit genommen. Lea hat sich immer die Zeit genommen, jeden einzelnen Kind, Jugendliche zu unterstützen, gemeinsam den Song auszudenken, wie soll dein Solo sein, was gefällt dir, Gesangtraining, sowohl im Chor als Einzeltraining, viele, viele Stunden gemacht, fantastisch, herzlichen Dank, Lea, für deinen tollen Einsatz. Wir haben Heike Schmidt, hat uns auch unterstützt, schauspielerisch mit dem Schreiben, mit dem Songwriting. Aber Heike ist leider zu Hause mit Corona, so wie das dann geht die ganze Zeit. Leute fahren aus. Auch bitte noch ein großes Dankeschön an Heike, die zu Hause ist. Und ein großes Applaus für unseren Kameramann. Und das Team hinter der Theke, herzlichen Dank. Und mein Partner in Crime, Lukas, herzlichen Dank. Ja, jetzt habt ihr euch so lieb bei uns bedankt und wir, nicht nur als Künstler, sondern auch das ganze Team, möchten uns ganz, ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr sowas Tolles einfach wahr machen könnt, wie diese unfassbar tollen Talente, die hier heute auf der Bühne stehen. Und uns ist es eine ganz, ganz große Ehre, ein Teil eures Teams zu sein, ein Teil dieser Welt zu sein, mit so tollen Kindern zusammenarbeiten können, mit so tollen Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Und natürlich haben wir auch eine Kleinigkeit für euch. Genau. Oh nein, wie wusstet ihr das? Ja, das sind manchmal so Anzeichen, das merkt man und dann... Nein, aber auch eine kleine Anerkennung von uns und ein ganz, ganz großes Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. Aber es macht auch nur so viel Spaß mit so einer tollen Gruppe, tollen Kollegen. Vielen herzlichen Dank. So, ich muss jetzt mal einmal kurz gucken, habe ich noch was vergessen? Nee, wir sind tatsächlich durch. Wir sind durch. Die Frage ist, wollt ihr noch mal? Ja, eine kleine Runde machen wir noch, Papa Papillon.